Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr freut euch auf ein neues Video. Ja, Freunde, ich habe vorhin mit meinen Jungs Crazy und Osan ein bisschen GTA Online gespielt und da waren wir unter anderem auch im LSK-Meet. Und da habe ich bemerkt, dass man im LSK-Meet ja jede Woche ein Auto kostenlos in GTA Online bekommen kann. In dieser Woche ist das Ganze der Euros, der ja, wenn man den im Internet kaufen würde, 1.350.000 GTA Dollar kosten würde. Und da habe ich mir gedacht, was muss man denn jetzt dafür machen, um diesen Euros kostenlos zu bekommen und wie kann man den wirklich am schnellsten bekommen? Und da habe ich mich gerade mit den Jungs mal rangesetzt, wir haben uns zusammengesetzt und haben den optimalen, den besten Weg für euch rausgesucht, damit ihr heute bzw. morgen noch den Euros kostenlos in GTA Online bekommen könnt, statt dafür eben 1.350.000 GTA Dollar zu bezahlen. Und ja, wir haben eine Methode bzw. einen Weg jetzt herausgefunden, wie man das Ganze in Pi mal Daumen nach halbe Stunde schaffen kann, und das möchte ich euch heute hier in diesem Video zeigen. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden da draußen, wenn die sich auch noch den Euros kostenlos in GTA Online sichern wollen. Und wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, folgt mir auf Instagram, wfg-yt, und dann würde ich jetzt sagen, starten wir direkt in das eigentliche Video rein. Also, let's go! Also Freunde, wenn ihr euch jetzt auch noch den Euros kostenlos in GTA Online sichern wollt, dann begebt euch jetzt allererstes mal ins LSK-Meet, und wenn ihr dort nun angekommen seid, öffnet mal euer Interaktionsmenü und dann geht ihr dort ganz einfach auf LSK-Meet und dann seht ihr da schon eine Kategorie, die eben heißt Preis, Fahrzeug, Herausforderung. Und wenn ihr dort reinklickt, seht ihr, was ihr eben machen müsst, um den Euros kostenlos in GTA Online zu bekommen. Und zwar müsst ihr in dieser Woche, also noch heute oder morgen, in 9 unterschiedlichen Verfolgungsrennen unter die Top 3 kommen. Und wenn ihr das dann insgesamt 9-mal gemacht habt, schaltet ihr den Euros kostenlos in GTA Online frei und spart euch eben, wie gesagt, die 1,35 Millionen GTA Dollar, die das Fahrzeug eben normalerweise kostet, wenn ihr euch das eben im Internet von GTA Online kaufen würdet. Und ihr braucht dafür jetzt nun mit der Methode, die wir uns eben überlegt haben, eine knappe halbe Stunde. Denn wir sind erstmal hingegangen und haben für euch alle von diesen Rennen gefahren und geschaut, welches Rennen eben das kürzeste ist, damit ihr eben auch nicht allzu lange dran sitzen müsst. So, begebt euch jetzt allererstes mal in euer Pausenmenü und dann geht ihr auf Jobs, Jobs spielen, von Rockstar Games erstellt, und dann geht ihr in die Kategorie Rennen. Das ist ganz wichtig, Freunde, in der Kategorie Rennen befinden sich diese Rennen nicht bei Stuntrennen. Da habe ich auch zuerst reingeguckt, weil ich mir gedacht habe, das könnte bestimmt in der Kategorie Stuntrennen sich drin befinden, aber das Ganze befindet sich bei den normalen Rennen drin und da müsst ihr halt dann ein bisschen hoch oder runter scrollen, je nachdem, ob ihr von oben oder von unten eben kommt, und dann seht ihr da schon, dass es da insgesamt 7 Verfolgungsrennen gibt, und eben in diesen Rennen müsst ihr 9-mal unter die Top 3 kommen. Der Nachteil jetzt hierbei ist, dass man so ein Rennen eben nicht alleine spielen kann, sondern dass man dafür wenigstens zu viert sein muss. Aber wenn ihr eben noch 2 bis 3 weitere Freunde habt, um das Ganze eben zu spielen, die schalten das dann ja mit euch parallel frei, weil die ersten 3, die ja eben unter die ersten 3 kommen, die schalten das ja frei. Nicht nur der Gewinner davon, nur der Viertplatzierte würde dann eben bei dieser Herausforderung leer ausgehen. Wir haben das vorhin zu viert in einer Party gemacht. Ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt nur zu zweit seid, halt einfach 2 Randys einladen. Da müsst ihr halt ein bisschen mehr schwitzen. Wir hatten das gerade easy peasy in der Party, ohne irgendwie großartig schwitzen zu müssen, als wir das hier für euch gemacht haben. Und ich empfehle euch jetzt, das Rennen sichere Wette zu nehmen. Das ist das Rennen, was wirklich am kürzesten geht. In diesem Rennen gibt es nämlich nur 5 Checkpoints. Und das Rennen fährt man, wenn man es wirklich easy peasy fährt, ohne irgendwie reinzuschwitzen, in circa 3 Minuten. Es gibt andere Rennen von diesem Renntyp, wo ihr circa 7 Minuten für das Rennen braucht. Aber bei dem Job sichere Wette braucht ihr Pi mal Daumen 3 Minuten. Und wenn ihr jetzt euch das selber mal ausrechnet, wenn ihr das Rennen hier insgesamt 9-mal fahrt, braucht ihr dafür knappe 27 Minuten. Also runden wir mal auf eine halbe Stunde. Und ja, Freunde, ladet einfach dann noch eure Kollegen, die euch dabei helfen, beziehungsweise die auch eben sich den Euro
Euros kostenlos sichern wollen, eben hier rein ein, startet dann den Job und spielt das Rennen eben zu Ende. Und das halt dann insgesamt 9 Mal. Ihr könnt euch auch gerne, wenn ihr jetzt keine Kollegen habt, mit denen ihr das hier machen könnt, könnt ihr euch auch gerne unten in den Kommentaren zusammen verabreden. Tut euch einfach zusammen und holt euch dann eben zusammen den Euros in GTA Online, indem ihr hier das Ganze eben zusammenspielt. Und ja, Freunde, habt ihr jetzt nun das Ganze 9 Mal gemacht, dann begebt euch einfach wieder zurück ins LSK-Meet, geht dann wieder in euer Interaktionsmenü, geht dann wieder auf Preisfahrzeug-Herausforderung und dann geht ihr ganz einfach unten dort auf Preisfahrzeug einlösen und dann werdet ihr auch schon gefragt, wo ihr das Fahrzeug speichern wollt. Ich musste jetzt hier an der Stelle einen kostenlosen LG RH8 speichern und wenn ihr das dann bestätigt habt, dann habt ihr den Euros auch schon kostenlos in GTA Online erhalten und der befindet sich jetzt nun in der Garage, wo ihr das Ganze eben ausgewählt habt. Freunde, ich hoffe, das Video war informativ. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich solche Videos öfters machen soll zu diesen Preisfahrzeug-Herausforderungen, ob ich euch da mal öfters zeigen soll, wie ihr die Preisfahrzeuge da aus dem LSK-Meet in der Woche euch immer am leichtesten freischaltet. Wenn das Video jetzt doch nicht so hilfreich für euch war, weil ihr das Ganze vielleicht schon selber wusstet, dann schreibt es mir auch auf jeden Fall in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, dass ich mal so langsam raus bin. Freunde, wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden da draußen, damit die auch sich den Euros in GTA Online kostenlos sichern können. Verabredet euch, wie gesagt, gerne unten in den Kommentaren und helft euch gegenseitig weiter, um das Fahrzeug kostenlos zu bekommen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.